Seite 71, Sprüche 29, 11. Lasst uns zusammen lesen. Ein Tor lässt all seinen Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Sprüche 29, 11. Sprüche. Heute geht es um das Buch der Sprüche. Sehr interessantes Buch. Wer es schon gelesen hat, kann es bezeugen. Sprüche ist ja viel Weisheit, auch viel ja, Weisheit, die quasi auch teilweise weltlich ist sozusagen. Ne? Werden wir gleich sehen. Viele Sprüche, die einfach auch die ganz normalen Menschen benutzen können. Ne? Das Buch der Sprüche könnten auch viele Menschen, die gar nicht an Gott glauben, vielleicht lesen. Obwohl er viel über die Furcht des Herrn und so weiter spricht, Glaube und so, aber sehr viel auch über ganz normale Weisheiten, die jeder braucht. Auf der nächsten Seite, wer hat die Sprüche geschrieben? Und so wie die Psalmen, auch die Sprüche wurden nicht von einer einzelnen Person geschrieben, sondern die meisten wurden von Salomo verfasst. Und da bezeugen hier ein paar Verse. Sprüche 1,1, 10,1, 25,1 bezeugen diese Tatsache, dass hier ganz viele von Salomo geschrieben wurden. Und Salomo hat nicht nur jetzt die Sprüche geschrieben, er hat auch andere Bücher geschrieben und andere Sprüche geschrieben, die wir heute nicht mehr haben, verloren gegangen sind. Ne? Und einige der Kapitel oder Verse vom Buch Sprüche wurde von Menschen geschrieben, den Namen wir kennen oder auch nicht kennen. Zum Beispiel hier ein gewisser Agur und ein gewissen König Lemuel, den man nicht ganz genau weiß, wer er war. Agur sowieso nicht. Und es einige auch von sogenannten unbekannte Weise, dessen Namen nicht genannt wird. Das heißt, es gibt hier viele verschiedene Sachen im Buch der Sprüche. Eine kurze Zusammenfassung, auch sehr schwer, ihr wisst schon von Psalm auch das Ähnliche, weil es einfach so viele Themen ist, dann habe ich das versucht zusammenzufassen, so ungefähr, so. Das Grobe. Kapitel 1 bis 9. Die Weisheit lädt ein, ihren Weg zu folgen. Kapitel 10 bis 22 und 25 bis 29. Salomos Sprüche über viele praktische Themen. Kapitel 22 bis 24. Anweisungen der Weisen. Kapitel 30 und 31. Agurs und Lemuels Sprüche. Okay. Lasst uns hier auf den Sach- und Worterklärungen mal aufschlagen. Ich würde sagen, da wir nur ein Wort haben, würde ich dann den Wolfgang einladen, den aufzuschlagen. Das Wort Weisheit. Entschuldigung, kannst du das wiederholen? Heute ganz. Halleluja. Schön, schön, wenn wir Leute haben, die mitdenken. Halleluja. Gut, dann lese es bitte. Weisheit, griechisch Sophia, war für viele Heidenvölker, insbesondere für die Griechen, etwas sehr erstrebenswertes. Sie verstanden darunter tiefstürzende Gedanken über die Grundsätze der Welt und des menschlichen Lebens, die jedoch alle losgelöst von der Offenbarung Gottes waren. Diese philosophisch die Weisheit der Welt verwirkt Gottes Wort Ausdruck und Irreführung. Vergleichen
auf der Kenntnis Gottes und des Christus erwächst dann geistliche Weisheit für das Leben in dieser Welt und den Dienst für Gott. Wann mit Psalm 111, in Sprüche 2, 6 und 8, hat er von der 2, 6, Kolosser 1, 9, 4, 5, der Kobus 2, 13, 15. Gut, gut, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt lass uns auf der Karte suchen. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen und hier Saba suchen. Saba ist ganz schwer zu finden und darum habe ich gesagt, habe ich geschrieben, heutigen Jemen. Mal sehen, ob wir das hier auf dieser Karte finden. Jesaja, so, weißt du, wo heutiger Jemen liegt? Jemen. Jemen ist ja neben Irak. Ich würde sagen, das ist irgendwo im Süden, ne? Weil die Bibel sagt, die Königin vom Süden. Ne? Irgendwo so Richtung Rotes Meer oder so. Und nein, oder noch südlich, ja? Ich habe den Eindruck, dass ich das gefunden hatte, als ich den Text geschrieben habe, aber jetzt finde ich es nicht mehr. Im Alten Testament heißt das Saba und die heutigen Karten heißt Jemen. Jemen. Wenn wir es nicht gefunden haben, ist auch nicht schlimm. Können wir morgen in Ruhe suchen. Dann sehen wir, ne, dieses Problem, was ich schon oft genannt habe, dass vor 3000 Jahren auch viele Orte gab oder die Orten waren anders genannt oder manche Orten sind auch verschwunden, sind auch... ist nicht so südlich. Nein, nein, hier müsste es sein irgendwo. Oder noch? Südlich. Mhm. Nein, 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 da, da. Da müsste schon eine größere Karte sein. Eine, nein, nein, nicht in Israel, nein. Das ist so ganz weit weg in Afrika oder so. Daneben Afrika und so. Okay, vielen Dank. Ja, dass dieses Problem ist, dass viele Länder vor 3000 Jahren einen anderen Namen hatten als heute. Und darum ist wichtig, dass wir auch das verstehen. Ja, und sogar jetzt in Europa vor 100 Jahren hatten die Länder ganz andere Grenzen. Und so. Das heißt, die Weltkarte ändert sich ständig. Ja, aber steht trotzdem nicht drauf. Okay. Ja. Wollen wir auch nicht viel Zeit investieren hier in dieses... dieses eine Wort. Lass uns weitergehen. Poetisches Stil. Ja, die Sprüche, die benutzen eine reichlich ausdrucksvolle Sprache mit vielen Sprachressourcen. Ihr wisst schon, Leute, die schreiben, Texte schreiben, die benutzen verschiedene Bilder, die schreiben nicht alles so wörtlich und alles so in einer direkten Art und Weise, sondern versuchen das zu verschönern und das zu machen in einer Art und Weise, was es dann auch leichter zu aufzunehmen und
auswendig zu lernen ist. Zum Beispiel Vergleiche, Metapher, Kontraste, Wiederholungen, zusammengefasste Ratschläge und so weiter. Denn zum Beispiel Jesus hat auch solche Bilder benutzt, wie die Gleichnisse Jesu zum Beispiel. Oder er hat andere Worte benutzt. Ich bin das Brot oder ich bin die Tür oder solche Sachen. Sind auch Ressourcen, Sprachressourcen. Und zu jener Zeit ein sehr verbreitetes Stil war der Parallelismus. Hatten wir schon gesehen bei dem Psalmen. Wo zwei Sätze benutzt werden, die sich dann manchmal entgegensetzen, zum Beispiel Sprüche 10,1 oder das gleiche aussagen, 22,1 oder sich ergänzen, 11,22. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Spruch lesen im Buch der Sprüche, dann können wir wissen, dass wenn da zwei Sätze sind, die sehr ähnlich sind, dann ist das dann vielleicht ein sogenannter Parallelismus, wo ein Satz den anderen ergänzt oder den anderen sogar widerspricht, so dass man durch diese Spannung dann die Botschaft herausliest. Gut, die Weisheit. Im Kapitel 9 wird das Hauptthema deutlich. Die Weisheit und die Torheit werden als Frauen verbildlicht, die die Menschen zu sich einladen mit den gleichen Worten. Isaias, würdest du hier Sprüche 9,4a lesen? Wer unverständlich ist, der komme herzu. Ja, und sowohl die Weisheit als auch die Torheit, die haben ihre Vorteile oder die stellen ihre Vorteile vor. Die sagen, ja, ist besser weise zu sein. Die Torheit sagen, nee, ist besser Toren sein. Ne? Das heißt jetzt im übertragenen Sinn. Salomo, der macht so ein, fantasiert ein bisschen, dass wir das vielleicht besser verstehen. Andreas, würdest du hier 9,10 lesen? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Die Weisheit lädt ein. Die sagt, komm her und seid weise. Und was geschieht, wenn man die Weisheit folgt? Wolfgang, würdest du hier lesen? 9,11. Ausgeschaltet. Berti, du musst mich helfen. Warte, da gab es ein Problem. Entschuldigung, ihr wart offline hier, weil diese Anlage, die macht. Und Berti, bitte, coloca o transformador numa outra tomada, porque essa. Não, só. Não, deixa eu ver isso. Não, não dá, não tem como. É isso aqui o que está dando? Não. Irgendwas Kabel. Macht ein Geräusch da. Tem Kabel, also. Du musst. So, jetzt ist es wieder normal. Kleine technische Probleme, Entschuldigung. Wolfgang, würdest du hier Sprüche 9, Vers 11 lesen, bitte? Danke. Und die Torheit lädt die jungen Leute ein. Tatjana, würdest du lesen, Sprüche 9,17? Gestohlenes Wasser ist süß und heimliche Brot schmecken. Danke. Folgen der Torheit. Sprüche 9,18. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Todesreiches. Salomo lädt hier, wer die Torheit folgt. Das heißt, natürlich ist die Torheit jetzt nicht eine Person. Ne? Nicht eine Person, sondern er lehrt einfach junge Leute hierzu, seid nicht Tor.
Ne? Das heißt, sei intelligent, sei weise. Ja? Ah, vielleicht liegt da das Problem. Okay. Hört ihr uns noch? Gut, Halleluja. Ja, ich denke, wir haben das Problem rausgefunden. Da gibt es immer diese komische Geräusche, ich weiß es nicht. Aber jetzt noch? Nee. Nee, okay, ich denke, das war der Ladegerät. Ich habe das Ladegerät mal ausgeschaltet, weil ich habe hier schon 92%. Okay. Dieses Hauptthema, Weisheit und Torheit. Die Sprüche sind ein tolles Buch für junge Leute. Natürlich, ne, weil man noch das ganze Leben vor sich hat. Und dann kann man, wenn man jetzt Weisheit lernt, dann sein Leben lang auch weise handeln. Ne. Darum ist es auch besser, wenn man jetzt als junger Mensch sich bekehrt, als junger Mensch richtig lernt, richtig handelt, dann hat man das ganze Leben richtig eingestellt. Ist natürlich besser, ne? Aber natürlich, wenn man jetzt alt ist und dann merkt, dass man nicht weise gehandelt hat oder nicht die Weisheit gehabt hat, ist immer noch Zeit. Bis zum letzten Tag unseres Lebens haben wir noch Zeit, das nachzuholen. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, junge Leute das beizubringen, zu sagen, lies mal das Buch der Sprüche, dann ist es interessant. Ratschläge für den Alltag. Sprüche enthält auch kurze Reden über Weisheit, Gerechtigkeit, Selbstbeherrschung, Arbeit, Reinheit, Kindererziehung. Hier ein paar Beispiele. Konkrete und ausdrucksvolle Sprüche offenbaren den Unterschied zwischen Weisheit und Torheit, Gerechtigkeit und Sünde. Alles ganz konkret. Ne? Das Buch der Sprüche ist sehr konkret. Nicht hier um den heißen Brei herumgeredet, sondern ganz konkret, was sollen wir tun, wie können wir handeln, was können wir tun, um Gerechtigkeit auszuüben, was können wir tun, um uns selbst zu beherrschen, wie können wir besser arbeiten, wie können wir heiliger sein, wie können uns unsere Kinder erziehen. Ich würde sagen, wenn wir da lesen, dass wir mit der Rute unsere Kinder schlagen sollen, dann sollen wir das nicht so wörtlich nehmen. Ja? ja. Auch das ist im übertragenen Sinn. Das heißt, sollen wir aufpassen. Ne? Wir sollen Kinder erziehen. Es ist eine wichtige Aufgabe von Eltern. Eine Aufgabe, die sehr viel Mühe verlangt. Und ne, sagen wir so, starke Maßnahmen, aber alles auch in Grenzen, dass man die Kinder auch nicht verletzt, sowohl körperlich und seelisch. Sprüche warnt den Jungen gegen böse Menschen aller Art. Ne? Das hatte ich auch früher nicht verstanden, warum in Sprüche so gegen böse Menschen spricht, aber heute verstehe ich das. Es gibt einfach böse Menschen. Hatten wir schon in Psalmen gelesen, über diese Verwünschungspsalmen, aber hier auch, ne? Sprüche sagt, pass auf, es gibt böse Menschen, es gibt, hier habe ich eine Liste gemacht von böse Menschen, was die so alles im Schilde haben. Jähzornige, arglistige, gottlose, törichte, Verleumdner, Unruhestifter, Narren, leicht zu verärgern, Unsinnredner, unerziehbare, gefährliche, eingebildete, die sich einmischen, Verächter der Weisheit, selbstsichere, unachtsame, hochmütige, stolze, übermütige, Spötter, Streitlustige, Betrüger, Geldgierige, Habgierige, Gefahr der alkoholischen Getränke, Bedarf der Enthaltsamkeit. Das heißt, ich habe diese Liste absichtlich hier zusammengefasst von den verschiedenen Texten, wo das alles drinsteht, dass wir sehen, wie die Bosheit der Menschen oder der Männer, ne,
werdet ihr gleich merken, warum ich hier das Wort Männer betont habe. Der Mensch oder der Männer sich in so verschiedenen Art und Weise ausdrückt und dass wir als junge Menschen uns aufpassen können gegen die Gefahren solcher Menschen und auch gegen ein paar andere Gefahren, hier gegen Gewaltverbrechen. Der Salomo, der erklärt, ne, Gewaltverbrechen, das sieht interessant aus, lasst eine Bank ausrauben, dann werden wir Millionäre oder so, ne? Sieht interessant aus, aber das kann ein Leben, Leute, die sich, sagen wir mal so, professionalisieren beim Verbrechen, können nicht wirklich normal leben. Ne, es gibt Leute, ne, ich sage das einfach so, es gibt Leute, die einfach den Beruf haben, in Häuser einzubrechen oder so. Ne, können natürlich nicht das beim Arbeitsamt angeben, aber einfach wegen die böse Freunde. Ne? Wenn man so in einem Kreis ist, auch so wie jetzt Drogenkonsum, es ist einfach so, wenn man so in einem Kreis ist, wo alle Leute das tun, dann ist es ganz schwer, da rauszukommen. Das heißt, man muss aufpassen, dass man nicht da rein, ne, rutscht in so, in so eine Gruppe von Räubern oder von Drogen, ne, abhängig oder so. Weil früher gab es keine Drogen in der Zeit von Salomo und darum warnt er wegen den alkoholischen Getränken, Alkoholismus. Ne, das war, sag mal so, quasi wie heute die Drogen, so früher das Alkoholismus oder so. Ne? Er warnt auch gegen überstürzte Bürgschaft, sehr gefährlich, ne? Sehr gefährlich, das heißt, gib hier eine kleine Unterschrift und dann ist dein ganzes Leben versaut. Ne? Wenn jemand jetzt Schulden hat oder so in der Bank, muss man sehr aufpassen, für andere zu bürgen. Gegen Faulheit, war so ein Bibelvers, was man als Student so benutzt hat, wenn jetzt Kollegen in der WG spät am Morgen noch schlief, hat man die Bibel aufgeschlagen in Sprüche Kapitel 6 und ganz laut gelesen, ne? Geh zur Ameise, du Fauler, ne? Und lern von ihr. Okay. Und vorletzter, gegen Unterdrückung der Armen, ganz wichtige Mahnung, ne? Wir sollen die Armen nicht unterdrücken, Menschen, die sozial schwach sind, die müssen geschützt werden, lehrt uns auch das Buch der Sprüche, so wie viele andere Bücher im Alten Testament, auch dieses. Das letzte, gegen falschen Gebrauch der Zunge, sehr viele Passagen, sehr viele. Und wie jetzt das Buch der Jakobus spricht auch sehr stark in diesem Bereich, pass auf, was du sagst, pass auf, wähle deine Worte, sehr wichtiges Thema. Jetzt die Frauen, ne, darum habe ich vorher betont, die Männer, böse Männer. Aber vor bösen Frauen wird auch gewarnt. Ne? Ihr seht, dass die Bibel nicht sexistisch ist, weil vorher wurden gegen die bösen Männer gesprochen, jetzt gegen böse Frauen. Ne? Wird auch gewarnt, es gibt auch sehr böse Frauen. Vor böse Frauen wird gewarnt. Ja, viele junge Männer lassen sich ein mit bestimmten Frauen. Ich meine jetzt nicht nur Huren oder so, aber auch Frauen, die wirklich bosartig sind. Das heißt, die wirklich jetzt einen schlechten Charakter haben oder so etc. Und die nur Blödsinn im Kopf haben oder so, ne? Aber auch die guten Frauen werden gelobt. Ist auch wichtig. Wie gesagt, die Bibel ist nicht sexistisch. Die bösen Frauen werden, von denen wird gewarnt. Und die guten Frauen, die werden gelobt. Ne? Total wichtig. Das zweite Teil des 30. Kapitels ist eines der meist bekannten Abschnitte von Sprüche. Die tugendhafte Frau. Die tüchtige Frau, genau betrachtet, handelt es sich hier um eine Geschäftsfrau, die einen erfolgreichen Familienbetrieb leitete. Hier habe ich so ein Ausrufezeichen geschrieben. Ne? Ausrufezeichen.
weil viele sagen, ja, die Bibel, die ist sexistisch. Aber schon vor 3000 Jahren wurde gelobt die Frau, die einen Familienbetrieb leitete. Und es wurde gesagt, das ist toll. Also eine Frau, das macht, das ist toll. Und heute wollen die Frauen ihre Betriebe leiten und so sagen, wir haben eine neue Idee, wir sind modern etc. Das gab schon vor 3000 Jahren solche Frauen, die das gemacht haben. Und die Bibel lobt es. Die Bibel rügt nicht die Frauen, die das machen. Nein, die lobt die Frauen, die das machen, die hingehen und ihre Mitarbeiter oder ihre Angestellten organisiert und kauft und verkauft und produziert und so weiter. Ne? Also die solche Frauen wird gelobt in Sprüche Kapitel 30. Dieses Bild einer Frau ist einmalig in der antiken Literatur, eine sehr noble und erhabene Form, das Thema Frau zu betrachten. Den Bezug zum Neuen Testament. Das Buch Sprüche wird oft im Neuen Testament zitiert. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 16. Wer ist der Nächste in der Reihe? Lass mal sehen. Isaias. Welcher? Römer 12, Vers 16. Wo ist es? Das ist 74, Seite 4. Achso. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. In Hebräer 12, Vers 5. Andreas? Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Gut, und Wolfgang, 1. Petrus 5, 5. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt das halt nicht Gnade. Gut, Halleluja. Ne, hier sehen wir einige Beispiele, wie das Buch Sprüche im Neuen Testament zitiert wird. Sehr wichtig. Jesus, was sagt Jesus über das Buch der Sprüche? Er liebte dieses Buch. Hier einige Beispiele, werde ich hier nicht alle lesen. Sprüche 25, 6 und folgendes, vergleichen mit Lukas 11, 43 und so weiter. Ne? Jesus liebte dieses Buch. In seine Gleichnisse benutzte Jesus die gleiche Lehrmethode der Sprüche, das hebräische Wort Sprüche, kann man auch als Gleichnisse oder Rätsel übersetzen. Ne? Interessant. Jesus benutzte auch Gleichnisse. Auch Petrus liebte Sprüche. Seine Briefe bezeugen seiner Vertrautheit damit. Jetzt Sprüche 24, 21, vergleiche mit 1. Petrus 2, 17 und so weiter und so weiter. Hier habe ich 1, 2, 3, 4, 5 Beispiele genannt. Auch Paulus war sehr vertraut mit Sprüche. Hier zwei Beispiele, Sprüche 25, 21 und folgende, vergleichen mit Römer 12, 20 und so weiter. Und auch der Autor des Hebräerbriefes kannte sich sehr gut mit den Sprüchen aus. Hebräer 12, 5 hatten wir schon gelesen. Gut, jetzt einen anderen Bezug zum Neuen Testament. Im Buch der Sprüche wird manchmal die Weisheit personifiziert, hatten wir schon vorher gesehen. Ich habe gesagt, dass die Torheit, die ist kein Wesen, kein Mensch, aber die Weisheit ist auch kein Mensch, kein Wesen, aber sie wird personifiziert. Was heißt das? Dargestellt, als wäre sie eine Person. Ne? Und diese Person, bildlich gesprochen, die evangelisiert und ruft die Menschen zur Buße. Hatten wir vorher gelesen, die Verse, ne? Wo die jungen Leute eingeladen werden, weise zu sein und das Böse zu lassen und sich zu bekehren. Und so auch Jesus, der tut das Gleiche. Er geht und sagt, Leute, ne, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Und das ist ein Bild für Jesus Christus. Jesus Christus ist die Weisheit Gottes, die zum Glauben ruft.
auch Sprüche prophezeit Jesus Christus, wie alles andere im Alten Testament. Und zum Beispiel hier Sprüche Kapitel 30, Vers 4, ganz deutlich. Ne? Ihr wisst doch, dass die Juden, die mögen nicht, dass man sagt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und die sagen, Gott, der ist eins. Aber schau mal, was Sprüche Kapitel 30, Vers 4 sagt. Ich denke, die nächste ist Tatjana, ne Tatjana? Ja, der Stift zu Himmel vor und für Herab. Wer fasst, der Wind in seine Fäuste. Wer bandet die Wasser in eine Kleid. Wer richtete alle Ende der Erde auf. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Sprüche 3,4. Kann man klarer sein als das? Ne? Das heißt, wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Das heißt, wer hat die Erde geschaffen? Wer hat die Erde geschaffen? Gott. Ne? Wer hat die Erde geschaffen? Gott. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Ne? Ganz klar. Gott hat alles geschaffen, Gott hat die Welt geschaffen und dann fragt er, wer ist, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes. Ne? Und ganz am Anfang dieses Verses steht, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Ne? Jesus kam zur Welt, ne? Kam zur Welt und stieg zum Himmel. Alles hier, Sprüche, Kapitel 30, Vers 4, geschrieben 1000 Jahre vor Christus. Ne? Eine klare Prophezeiung. Ne? Natürlich ist es jetzt nicht so geschrieben, wie eine Prophezeiung normalerweise geschrieben steht. Aber trotzdem ist es ganz klar, es spricht über Gott, den Vater, über den Schöpfer, über den, der runtergekommen ist und zum Himmel emporstieg und der einen Namen hat, der ist ein Sohn Gottes. Alles klar. Eine immense Prophezeiung im Buch der Sprüche. Gut, so ein anderes Thema, das Herz. Isaias, würdest du hier bitte Sprüche 4, 23 lesen? Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche 4, 23. Na, heute, wenn man so sagt, ja, der Mensch, das Zentrum des Menschen, denken viele das Gehirn, aber für die Bibel nennt das Zentrum des Menschen Herz. Hier habe ich einen Fehler gemacht, zweimal das gleiche Vers. Okay, das Herz. Das Herz aus biblischer Sicht umfasst Intellekt, Emotionen und Wille. Ne? Wenn wir jetzt so denken, Herz, denken wir heutzutage mehr an den Gefühle. Und wenn wir sagen, das Herz ist das Zentrum des Menschen, dann würde einige sagen, nee, aber die Gefühle sind nicht das Zentrum der Menschen. Ja, da stimme ich überein, weil in der Bibel bedeutet das Wort Herz alles. Intellekt, Emotionen und Wille, alles, die Seele des Menschen. Also Jesus greift diese Idee auf, Andreas, ne? Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Lukas Kapitel 6, Vers 45. Gut, und zum letzten, die letzte Überschrift, Aktualität. Ja, weil wir wollen immer in diesen Lektionen auch einen starken Bezug zu unserer Zeit nehmen. Obwohl hier schon sehr stark den Bezug zum Neuen Testament total hilfreich schon ist, klar für uns eine Bedeutung. Wenn die Autoren des Neuen Testaments Sprüche so sehr zitierten und liebten, dann ist es auch klar, dass wir es auch lieben sollen, können, aber Sprüche ist immer aktuell, immer relevant. Die Lehren drucken das ganze Leben der Menschen, decken das ganze Leben der Menschen und lernt ehrlich, fleißig, selbstbewusst, guter Nachbar, pflichtbewusster Bürger,
vorbildlicher Vater und Ehepartner und vor allem gerecht vor Gott zu wandeln. Hier ist die Botschaft, die noch heute gilt, noch heute Sprüche lehrt, obwohl sie jetzt nicht das Wort Jesus Christus benutzt, aber alles dient uns, weil diese Weisheiten über, ja, wie führt man jetzt ein ehrliches Leben, ein fleißiger Arbeiter, eine gute Nachbarschaft etc., das sind Weisheiten, die nicht nur für Christen gelten, auch für Juden und für Menschen, die auch gar nicht an Gott glauben oder gar nicht jetzt direkt Juden oder Christen sind oder so, ne? Dienen auch. Aber es dienen, damit will ich einfach sagen, die dienen Leute aller Zeiten. Ganz klar. Letzte Überschrift, Anwendung. Anhand von Sprüchen zu lehren, war eine verbreitete Methode in jener Zeiten, weil es leicht auswendig zu lernen ist. Ne, weil Sprüche sind immer diese Sätze, dieses Parallelismus, meistens so in zwei Sätzen. Und das ist leicht auswendig zu lernen. Ihr wisst, dass früher kein Druckverfahren gab, keine PCs, keine Handys etc. Und die Leute hatten die Chance, einen Bibeltext zu hören, nur einmal die Woche, wenn sie in die Synagoge gingen. Oder andere nur jetzt zwei, drei Mal im Jahr, wenn sie nach Jerusalem gingen. Das heißt, die müssen sich ganz konzentrieren, wenn sie irgendwas hörten, um das wirklich auswendig zu lernen. Ansonsten hätten sie keine Chance. Die hätten nichts, wenn sie zu Hause ankommen und das nicht auswendig gelernt hätten. Und da helfen die Sprüche sehr, wegen diese Sätze, diese Art, diese poetische Art. Ja. Und die Sprüche helfen uns, unsere Einstellung zu prägen, unseren Ehepartner, unsere Kinder, unsere Arbeit, unsere Arbeitsweise, die Geschäfte, die wir führen, alles, die Art und Weise, wie wir uns einstellen auf diese Sache. Das heißt, besser, richtiger, nach dem Willen Gottes, nach der Weisheit. Es ist ein praxisorientiertes Buch, weil es eine breite Spanne von Beziehungs- und Lebensprinzipien lehrt, die kulturübergreifend bis heute gelten. Ja? Ganz klar. Alles Mögliche oder sehr viele Situationen unseres Lebens oder des Lebens aller Menschen sind da abgebildet und es wird gelehrt, wie man dann das Beste daraus macht. Aus einem Leben, aus jedes Leben. Jede Person der Welt kann aus Sprüche lernen und wir noch mehr, weil wir den Heiligen Geist haben. Amen. 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 Amen.